Willkommen zurück zu Star Wars Jedi Survivor. Beim letzten Mal haben wir ein Gespräch zwischen Dagan und seinem Partner mitgekriegt. Wo Wavis halt dann genommen gesagt hat, hey, mein Fleet erfüllt ist, dann hau ich aber ab, ne? Wir haben keinen Commander mehr. Das Schiff bricht auseinander. Kugel abkoppeln, sofort. Letzte Momente von der Besatzung hier. Dagan könnte überall sein. Bereit, BD? Klar. Wenn du bereit bist, bin ich es auch. Oh, was ist hier? Was geht ab? Okay, Sie. Ich hol dich da raus. Beeilen Sie sich, Cal. Er wird mich umprogrammieren. Dieser Druide gehört mir. Dann werde ich mich wohl selbst retten. Ihr habt also Ravis überlebt. Wie? Wie immer. Ihr habt andere Jedi ermordet. Ich habe jene niedergestreckt, die gegen mich waren. Geht oder teilt ihr Schicksal. Selbst wenn ihr glaubt, dass der Rat euch hinterging. Sie waren eure Familie. Diese Arroganz. Anzunehmen, ihr wüsstet, was mich antreibt. Ich sehe, dass eure Besessenheit von Tenalor euch blind gemacht hat. Was auch geschehen ist. Ihr könnt die Vergangenheit nicht ändern. Das könnt ihr mir glauben. Vielleicht habt ihr recht. Die Vergangenheit, sie ist eine Kette, die ich durchbrechen muss! Der Stimmschlüssel gehört mir! Der Droide gehört mir! Tenalor gehört mir! Meisterin Kree hätte sie in diesem Tag verrotten lassen sollen! Freiheit! Halt dich fest, sie! Na toll. Er hat ein Doppelschwert. Aber kein Problem. Jämmerlich. Du bist jämmerlich. Schmerzt es? Nein. Zeig dir, was Schmerz bedeutet. Tenalor gehört mir. Und ich werde jeden niederstrecken, der mir im Weg steht. Das will ich sehen. Leidet. Abschaum. Sagte der Abschaum. Na. Bagda, blödia! Okay, das ist der Kerl, von dem du erzählt hast. Ja, und er hat richtig gute Laune. Ihr habt mich lange genug aufgehalten. So leicht kommst du mir nicht davon. Danke. Zwei Krieger auf der Höhe ihres Könnens, brüderlich verbunden. So entstehen Legenden. Sie. Ich hol sie. Wir sehen uns oben. Okay. Aber Respekt an Dagan. Ja, der kann ja die Macht dann so benutzen,
dass er damit halt das Lichtschwert so steuern kann wie einen weiteren Arm. Ja, wir haben gesehen, wie er halt mit dem Lichtschwert kämpft, obwohl er halt kein Arm mit verbunden ist, weil hat er nicht. Aber aufgrund seiner Affinität mit der Macht kann er das dann so gebrauchen wie einen weiteren Arm. Das schon habe ich so bisher noch nicht gesehen. Ja, also Schwert werfen, klar. Komm schon, Sie. Lass uns weitergehen. Das ist vermutlich klüger. Dagon Gera ist eindeutig verrückt. Er ist besessen von irgendeinem Kompass. Seine Meisterin sie geschaffen, um durch den Abyss zu navigieren. Das höre ich gerade zum ersten Mal. Sie hat dieses Wissen aus deinem Speicher gelöscht. Das würde es erklären. Nun, Dagon ist sicher, dass sie für ihn einen Kompass zurückgelassen hat. Hoffentlich. Dagon hat Ravis zu einer anderen Anlage auf dem Mond geschickt. Vielleicht werden wir ja dort fündig. Zurück auf den Mond? Großartig. Oh, Meisterin Kree, warum habt ihr mich geschickt, um diesen Verräter zu befreien? Die Leute sind kompliziert. Vielleicht dachte sie, der Orden irrt sich. Wenn wir sie nur fragen könnten. Bitte lassen Sie uns diesen... Ja, wir gehen schon. Der sicherste Weg hier raus. Hast du das bestimmt? Nein. Also gut. Sie wirken nervös. Ich gehe mit ihm. Hüpf an Bord, Sie. Wir sehen uns im Außenposten. Ich nervös ja, wirke, ja? Ich werde da sein. Ich hasse diese Dinger. Ich wusste es. Rettungskapsel an Land benutzen ist auch ein Ding, was man nicht jeden Tag macht, ne? Zurück im Sumpf. Der kurze Weg raus. Ich erinnere mich daran, das nie wieder zu tun. Dagon muss Ravis geschickt haben, um den Kompass zu holen. Vielleicht versorgt die Anlage im Wald irgendetwas auf dem Mond. Ist nur eine Vermutung. Aber wenn Ravis auf dem Weg dorthin ist, müssen wir auch hin. Hallo, Junge. Oh, hallo. Gefährlicher Ort, um einen Fisch zu fangen. Nein, gefährlicher Fisch, um einen Ort zu fangen. Was? Ja. Ei, das habe ich nicht an Land gezogen. Aber Sarkasmus ist ein schlechter Köder. Außerdem konzentriere ich mich auf meinen Gegner, die furchterregende Glotzankrabbe. Eine aus meiner alten Mannschaft, eine Kameradin von der Grapnel, wollte einmal eine Krabbe aus dem Meerschaum schöpfen, als plötzlich, zack, schon ging sie über Bord. Tja, so schnell kann es passieren. Da haben wir die Glotzankrabbe. Und? Da. Wo war ich stehen geblieben? Ach, sie ging über Bord wie ein Quellfisch, der aus einer Dose springt. Die Krabbe hatte sie beim Nasenloch gepackt. Manchmal muss man zuerst zuschlagen, stimmt's? Mhm. Glaubst du das? Glaubst du das wirklich? Ein flexibler Kompass ist auf den rollenden Wogen von Manan vielleicht keine große Hilfe. Aber die Ozeane der Seele macht er doch erträglicher, nicht wahr? Bleib ein Weilchen, dann erfreue ich dich mit dem nächsten Kapitel meiner Geschichte. Ich kann's kaum erwarten. Wo waren wir? Ach ja, wegen meines enormen Angeltalents wurde ich zu der geheimnisvollen Undan geführt. Ich sehe es noch vor mir.
Der kleine Skuva wird in die schwarzmäulige Höhle geschoben. Da war eine kaum zu erkennende Gestalt, die im Mondlicht glitzerte. Ich schrubbte mir die Augen, wie ein alter Matrose das Deck. Und da war sie. Eine enorme Kreatur. Große Tentakel ragten aus ihrem Speck, wie Kabel aus einem Treibstofftank. Ein Tentakel zuckte in die Luft, knapp über meinem Kopf und zack! Genau auf den Schädel, wurde mir erzählt. Ich stolperte aus der Höhle wie eine Landratte beim ersten Besuch auf Deck. Aber noch etwas passierte. Ich glaube, als der Tentakel mich traf, hat Un dann etwas direkt aus meinem Gehirn genommen und etwas anderes hineingesteckt. Ein Geschichtenerzähler? Hat etwas in dein Gehirn gesteckt? Ei, Junge, die große Kunst des Fischfangs, die Kunst der Konzentration. Und in der Dunkelheit, mit allein den Borsten auf deinem Kinn als Gesellschaft, ist diese Konzentration sehr wichtig. Von diesem Tag an, jedes Mal, wenn ich die Angel ins eisige Wasser warf, fing ich immer einen Fisch. 3 von 7 Mal. Das ist weniger als die Hälfte. Mein Dorf sagte, ich werde alle vor der großen Fischknappheit retten. Ich ahnte ja nicht, dass schon bald die Grapnel an unserer Küste anlegen würde. Ich nehme an, das ist was Schlechtes. Vielleicht, Junge. Vielleicht auch nicht. Aber das ist eine Geschichte für ein andermal. Okay. Ich krieg hier... Ah, doch, jetzt. Puppe-Rode Wackelnadel. Alderanblau. So, Datenbatterie habe ich ja nicht gefunden. Aber was wir jetzt machen können. Oha. Das können wir machen. Die Macht ist mit mir. So, wo kommen wir jetzt hier hin? Ja, immer noch nicht toll. Ja. Lass uns mal rausziehen hier. Nicht so, wie ich das gedacht hätte. Das sollte ja auch so funktionieren, oder? Wo geht's hier hin? Wieso kann ich hier hin? Und wer ist Paul? Fragen. Überfragen. Wie immer. Da ist wieder so ein Randhaftdings. Alles okay? Wer schon mal? Hallo! Hast ein bisschen Priorit dabei? Nein, hab ich nicht. Doch, hab ich. Dann bist du nichts. Ich hab ein bisschen was. Hat mich den ganzen Tag gekostet. Darf ich's mir angucken? Okay, ich hab gelogen. Ich hab nichts mehr. Ich bin ein Versager. Ja, dann halt nicht. Hier vorne schon wieder, Mr. Frosch im Glas? Karl!
Warte! Stopp! Stopp! Was hat denn hier zu erzählen? Bleib stehen mit deinen Wanderstiefeln und antworte dem alten Scuba. Bin ich ein imposanter Fischer? Bestimmt. Bin nicht sicher, was du meinst. Mein Aussehen, Junge, erwärmt es deine Untiefen? Sprüht es dir Gischt ins Gesicht? Du siehst gut aus. Du siehst gut aus, Scuba. Hoffentlich sieht der Krauskopfmolch das auch so, Junge. Ich muss meinen gesamten seemännischen Charme einsetzen, wenn ich ihn anlocken will. Ein Fisch mehr im Tank. Scheint dich wohl zu mögen. Ei, aber das überrascht mich nicht. Das ist ein großes Talent von mir. Weißt du, der Krauskopfmolch ist der sinnlichste aller Meeresbewohner. Scheu, außer beim Anblick potenzieller Partner. Deshalb bin ich heute auch so eitel. Es ist eine Schande, sie so zu täuschen, aber dafür finden sie in meinem Tank ein ruhiges Zuhause. Für mich klingt das fair. Soll ich jetzt meine Geschichte weitererzählen? Unbedingt. Die Geschichte geht weiter. Bei unserem letzten Gespräch warnte ich vor der Ankunft der Grapnel. Dieses große Schiff kam auf uns herab, wie ein Anker in die Tiefe. Ein furchterregenderes Schiff hast du noch nie gesehen. Es war spitz wie ein... Wie ein Fisch. Wie die Nase eines knochigen Fischs. Es hatte drei riesige Klauen. Ja, genau. Das Fahrwerk. Aber dann öffneten sich die gewaltigen Kiefer. Ei, die Laderampe! Sei jetzt still und lass Scuba erzählen! Ach, die gewaltigen Kiefer öffneten sich und erbrachen die schreckliche Crew. Üblere Fischer hast du noch nie gesehen. Angeführt von dem übelsten von allen, Captain Vanjet Vett. Der bärtige Visalisk bellte, er werde in unseren Gewässern fischen. Sie waren Trophäenjäger und auf die seltensten Fänge aus. Wir Sakavianer weigerten uns. Schließlich hatten wir die große Knappheit. Jeder Fisch war wertvoll. Aber dem wilden Captain waren unsere Nöte egal. Mit einem Rülpsen zog er aus seiner Reuse eine gewaltige Harpune. Warte, schrie der kleine Scuba und hüpfte von seinem Stein. Ich kenne diese Gewässer wie den Geschmack meiner eigenen Zunge. Unter dem Eis sind kaum Fische. Aber, fuhr ich fort, wenn ihr mich mitnehmt und mein Dorf in Frieden lasst, zeige ich euch, wie ihr die seltensten Fische an euren Haken bekommt. Der schreckliche Kapitän strich sich durch seinen brackigen Bart. Nach einer langen Pause streckte er mir seine Hand entgegen und grinste fürchterlich. Junge, sagte er, du hast Glück. Ich brauche jemanden für meine Crew, der sich auf dem Meer auskennt. Oh, Kerl, könnte ich nur zurückkehren zu dem Moment, als ich Captain Wetts furchtige Hand ergriff. Wäre ich nur nie von meinem Stein gestiegen. Aber meine Begegnung mit Undern hatte mir einen Hang zum Unbekannten beschert. Ich konnte dem Ruf des Abenteuers nicht widerstehen und ich musste meine Leute retten. Also legte ich mit der Grapnel ab und dachte an meine Aufgabe. Ich würde ein Fischer für Captain Wett sein. Natürlich hatte mein Abenteuer erst begonnen, denn kaum trat die Grapnel in den Orbit ein. Mehr Ärger nehme ich an? Aber ich schwafle schon zu lange. Komm wieder, dann erzähle ich dir mehr. Ja, wenn ich dich nochmal irgendwo finde, dann können wir das machen. Lange Geschichte kurz erzählt. Klopapier ist alle. So, Schnellreise. Wir wollen zurück zum Saloon. Plokun. Nein, Plokun war jemand anderes. Egal. Wir wollen da hinten hin. Stunden später.
theoretisch ins Schiff rein, aber wir gehen mal ganz kurz in den Saloon. Insbesondere auch aufs Dach. Wir haben auch neue Charaktere hier, stimmt dabei was. Nee, warte, hier geht's ja woanders hin. Hier wollen wir lang. Vorausgesetzt, ich werde reingelassen. Essen. Hey, Kerl! Schön, dich zu sehen! Ich hab gehört, ihr habt einen neuen Song. Du bist dran zu wählen, BD. Welchen haben wir denn? Nehmen wir den. Wie wär's hiermit? Okay. Und der reißende Fluss wird geteilt durch die Klinge des Steins. Welche Klinge? Welcher Stein? Welcher Paul? Was ist schärfer? Stein oder Wasser? Oh, schwer. Ich würde einen Raider nicht mit Wasser bekämpfen, falls das dein Vorschlag ist. Aber ist der Lauf des Flusses sein Geburtsrecht? Ist der Stein schuld an seiner Form? Ich dachte, du wüsstest alle Antworten. Pass auf, Dana. Ich glaube, sie erzählt uns von einem Schatz. Nee, ich glaube nicht so. So, inzwischen schon ein bisschen befüllter hier, ne? Als du hier das erste Mal reingekommen bist, wollte ich dich rauswerfen. Witzig. Ich weiß noch, dass ich mich gefragt habe, ob ich es sein werde, der diesem Latero seine zweite Armprothese verpasst. Das kannst du gern versuchen. Aber im Ernst, du hast gute Arbeit geleistet. Und auf den Kleinen aufgepasst. Es ist, als würdest du... Entschuldige. Sind das Tränen in deinen Augen, Grease? Was? Soll das ein Witz sein? Nein, das ist der Rauch. Oder so. Raucht hier drin irgendwer? Hier herrscht Rauchverbot. Alles klar, Grease. Ich bin gleich wieder bei dir. Und falls du diesen Arm mal modifizieren willst, kenne ich dich. Kennst du einen Armmodder? Oh ja. Na, lass mich kurz überlegen. Okay. So, wie sieht's hier eigentlich im Tank aus? Karl, mein Junge! Ist jetzt etwas blauer, nicht mehr so grün, ne? Ach gut, ich wollte dir nur danken, weil du mir deinen Tank geliehen hast. Hab ich? Da ist noch viel mehr Platz für viel mehr Fische. Die Ruder können in Bewegung bleiben. Okay. Wir haben 3 von 12 Fische. Da ist dieser eine Molch. Sieht auf jeden Fall nicht mehr so dreckig aus, das Wasser. Das ist schon sehr positiv. Je mehr Fische, desto besser, ne? So, was haben wir hier noch für schöne Dinge? Ich denke, ich stöbere ein wenig herum. Nicht wirklich was, wo ich jetzt sage, das will ich aber haben. Ist halt auch hier, ne, bei den ganzen Lackierungen. Ich meine halt auch so, ja, wir haben ja schon gelb und blau und rot. Ist orange vielleicht nicht, ja gut, ne? Aber dafür halt die ganzen Farbkombinationen zu kaufen, ich weiß ja nicht. Brauche ich hier nicht so. So, wir haben auch theoretisch noch Slots, die wir noch vergeben und modifizieren könnten, ne? Beim nächsten Mal, wenn ich dran denke, an so Meditation. Wir haben ordentlich angefangen. Darauf sollten wir aufbauen. Ich habe ein weiteres Beet für dich vorbereitet. Danke, dass du das volle Potenzial aus den Pflanzen holst. Ja, kein Problem. Hi, Peli. Bis jetzt war Kobo sehr freundlich zu mir. Und die Energie dieses Dachs hat mich förmlich angezogen. Du spürst eine Verbindung zu diesem Garten. Ja, wir werden einander beim Wachsen helfen. Sieht aus, als hättest du bereits begonnen. Die Ranken? Ja, sie sind über Nacht gewachsen. Aber es gibt noch so viel mehr zu entdecken. Wenn du neue Samen pflanzt, werde ich dir alles darüber erzählen. Aber, wie gesunde Wurzeln, solltest du darauf achten, dass es genug Platz gibt. Zieh die Pflanzen groß, die wir haben. Und ich sorge rechtzeitig für mehr Platz. Okay. Der Garten hat sicher Platz für einige der neuen Samen, die ich gefunden habe.
Du wirst diesen Garten wirklich schön machen. Das hoffe ich doch. Fehlt da was? Das ist eine neue Spezies. Mal hören, was Pili dazu zu sagen hat. Das wäre woanders besser. Immer alles jeden. Es ist ja eine Menge Zeug eingebaut hier, aber ein bisschen denke ich mir halt auch so. Oh, weiß ich nicht, ne? Diese Fruchthülle ist wunderbar, wenn sie blüht. Die breiten Blätter liefern dem dünnen Stängel Schatten, weil er bei Hitze rasch Blasen bekommen kann. Okay. Hier vorne noch diese Ranken. Die waren, glaube ich, vorher nicht da, ne? Kann das sein? So ein Herausforderungsding. Siege alle Gegner mit den Doppelklingen gedöhnt, okay. Da gibt's Schlimmeres. Und noch mehr? Jo. Ein. Ja, soll sich ein anderer abknallen lassen. Ich will Befördert werden. Ja, ich will auch so vieles. War auch eine Gehaltserhöhung, krieg ich auch nicht. Ich seh dich! Ausschließlich Fernangriffe! Bereit halten! Hol ihn euch! Okay, wir kriegen's! Ja, ihr kriegt mich. Aber ich euch auch. Okay, war jetzt ja schon fast ein bisschen. Unspektakulär. Verglichen mit dem einen, wo wir 150 oder so Druiden erledigen sollten. Aber naja. Soll mir recht sein. Jetzt ist es weg. Wir haben es geschafft. Juhu! Da lässt er einfach auch schon das Lichtschwert fallen, bevor er halt unten ankommt, ne? So, ich wollte jetzt eigentlich nochmal die anderen Dinger erstmal einpflanzen. Ah, ich hatte gehofft, du würdest Samen wie diese finden. Sehe sie hier aus, dann sage ich dir, was ich erfahren habe. Okay. So, großes Beet. Eine neue Spezies für den Garten. Wir sollten mit Pili darüber reden. Was meinst du, BD? Hier? Hey. Willst du ein paar Samen pflanzen? Sind leer, davon haben wir einen. So, oh, gibt's in Datumia Rot und Amandat. Jede dieser Varianten wäre toll. Aber hier kann ich nochmal so einen großen einpflanzen. Dann nehmen wir das hier. Und jetzt warten wir. Müssen nicht. Kann man natürlich halt durch perfektes Arrangement etc. Besser anordnen.
Aber habe ich jetzt nicht die Nerven für, sagen wir so. Ich glaube, es gefällt Ihnen hier, Kumpel. Und gleich haben wir nur noch ein paar Einzelne, ne? Weil diese mittleren Beetpflanzen, die haben wir am wenigsten. Wie wäre es hier? Was? Achso, das war schon besetzt. So, jetzt können wir noch 5 hier drüben einpflanzen. Hier habe ich natürlich noch 2 große, aber dafür habe ich keinen Platz. Die Stelle hier sieht gut aus. Wir haben eine neue Pflanze gefunden. Haben wir gar nicht. Reden wir mit Pili darüber. Haben wir? Wie ich sehe, hast du eine Wackelnadel gefunden. Sie sieht zerbrechlich aus, aber dank eines Kerns aus festen Fasern ist sie durchaus stabil. Okay. Gut zu wissen. So, und düsen wir jetzt zu unserem Schiff zurück. Und dann mal gucken, wie es hier weitergeht. Was geht? Sei vorsichtig. Bin immer vorsichtig. Da ist er, mein Lieblingsschrottsammler. Kennst du noch andere? Nein, aber wir haben einige Eimerköpfe zusammen bekämpft. Vergiss die KX-Droiden nicht. Warum leben wir noch? Weil wir es können. Ganz einfach drauf. Pass auf dich da draußen auf. Okay. Gut, ich glaube, diese müssen wir irgendwo hinfliegen. Ich kann nochmal kurz gucken. Boni. Wir haben ja noch so ein bisschen was. Treffsicherheit, mehr Blasterschaden, nee, Präzision. Ah, mehr Wurfschaden. So. Das ist ja nicht verkehrt. So, und wir sollen mal sehen, was da draußen ist. Ach ja, zum Mond, natürlich. Aber dann düsen wir in der nächsten Folge von Star Wars Jedi Survivor. Bis dahin, viel Spaß noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.